Ey, das macht so Bock. Der klebt so geil auf der Straße. Ich werde dich heute ein bisschen quälen, das tut mir leid. Man kann auch was falsch machen mit dem Auto. Also man kann es auch verkacken. So, wir haben 260. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem BMW M3 Competition. Ich muss dazu sagen, eigentlich war heute was anderes geplant. Wir wollten eigentlich ein Drag Race mit dem machen. Allerdings ist die Airbase aktuell leider gesperrt. Und hier fliegt einiges um mich herum. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was haben wir eigentlich mit dem BMW M3 noch nicht gemacht? Also wir waren ja damals bei der Präsentation und sind damit rumgeheizt. Aber wir haben eigentlich nicht so wirklich eine schöne Strecke gehabt. Und hier im Allgäu, gleich dahinter, film einmal davor, da geht der Weg entlang. Und da können wir mal ein bisschen Passstraße fahren und checken, wie das Handling so ist. Ich muss jetzt auch an der Stelle sagen, hinter der Kamera ist heute jemand anderes. Du darfst dich mal ganz kurz zeigen, wenn du magst. Servus. Das ist der Leo, einer der Bewerber, der macht das Ganze heute. Also es ist auch so ein bisschen ein Test. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Video so gefällt oder ob euch was aufgefallen ist, dass was anderes ist. Ja, Biker sind auf jeden Fall auch unterwegs. So Leute, wir haben den M3 Competition hier wieder bekommen. Diesmal haben wir ihn in Sao Paulo Gelb hier am Start. Erste Frage an dich, da kann man sich jetzt gleich beliebt oder unbeliebt machen. Front, BMW Nieren, gut oder nicht? Aus meiner Sicht, wenn man es öfter sieht, gar nicht so schlecht. Also erst hat es mir nicht gefallen, aber mittlerweile. Und ich glaube, das sagt wirklich so gut wie jeder. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es gut. Ich finde es gut. Und ich habe auch das Gefühl, die Meinung hat sich schon so stark gewandelt. Na, der Klassiker am Anfang immer erstmal draufhauen, alles scheiße. Das bleibt alles genauso, wie es ist. Ich finde es echt cool. Es ist was komplett anderes. Es hat eine Dynamik. Die Haube harmoniert super geil mit diesem Grill. Ich finde es mega und ich finde auch nach wie vor mega zur Vollständigkeit. Wenn wir einmal nach hinten gehen, mal abgesehen von Carbonspiegeln, Carbondach. Also wir haben ja auch von BMW natürlich wieder das volle Paket bekommen. Ne? Also an der Stelle schon mal Dankeschön. Ich finde ja immer noch dieses Heck unglaublich, unglaublich gut. Also das Heck, ihr wisst es, die Fußer Daniel, der guckt da immer erstmal schön hier. Da guckt immer erstmal hinten rein, ob es gut ausschaut. Ich finde es total, total geil. Mir gefällt dieses Heck mega gut. Mega gut. Dem Carbon-Diffusor, die Abgasanlage. Also der steht schon sehr, sehr schön da. Sehr schickes Auto. Und ja, ich glaube, jetzt machen wir hier mal so ein bisschen eine Entdeckungsreise zusammen. Schauen mal, wie das Handling ist. Schauen auch mal, wie gut du die Kamera halten kannst im Auto, wenn wir da Gas geben. Und du hast den Carporn auch schon gedreht, ne? Wollen wir den mal den Leuten zeigen schon mal so? Machen wir, würde ich sagen. Oder? Dann hauen wir den mal rein. Viel Spaß, Leute. Shots fired 147 Maple Street. Requesting backup. Roger. Hast du den Schlüssel? Vom Auto? Ja. Hey, ich, dachte so, ich dachte mir jetzt gerade, oh mein Gott. Ich dachte mir gerade, hey, warum fragt er mich, als ob ich den Schlüssel habe? Stell dir mal vor, der wäre jetzt in Kempten einfach so. Der hätte sich, glaube ich, schon gemeldet. Ich glaube auch, ey. So, das Ufer klar. Knallt der nicht? Ah? Warum knallt der nicht? Gibt's es nicht? Sollte er knallen? Warte mal, ich probier's doch einmal. Schade. Spring rein. Hallo.
Grüß dich. Na, gucken die Leute schon hier auf die Farbe. So, jetzt sieht man dich immer ordentlich erstmal. Kannst du hier in die Kamera einmal reinwinken? Servus, lieber Mr. Leo. So, du bist aus Innsbruck hergekommen. Ja, genau. Bist aber kein Österreicher. Bist du? Nee, ich komme aus der Nähe von Dortmund. Ah, okay. Das kennt man. Dortmund hat man in der YouTube-Welt, glaube ich, auch schon mal gehört. Ich denke auch, ja. So, jetzt sind wir hier unterwegs. Sitzt man schon gut drin, ne? Ja. Also, das sind auf jeden Fall, kann ich dir schon mal sagen, das sind die besten Sitze, die es gibt. Wir fahren jetzt eh noch nicht schnell, also brauchst du gar nicht so anspannen. Aber hier mit Carbonschale hinten drauf und so, das ist schon einfach, ich denke es mir jedes Mal, wenn ich hier einsteige, das ist schon ein unmenschlich guter Sportsitz. Da sitzt man total geil drin. Hier der Motorradfahrer sagt Hallo, Servus. Kurz noch, bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen schauen, wie sich das handelt, Leute, hier in diesem Fahrzeug natürlich kann man wieder alles einstellen. Motor, effizient, Sport, Sport Plus, Fahrwerk, Lenkung, das haben wir alles natürlich jetzt schon mal auf Maximum gestellt. Was ich auch ganz geil finde, was ja eigentlich nur im M8 vorher so war, jetzt aber im M3 und M4 eben auch so ist, du kannst auch die Bremse, also das Ansprichverhalten der Bremse, kannst du ein bisschen verändern. Ne? Wenn du zum Beispiel ich werde dich heute ein bisschen quälen, das tut mir leid. Ja, ich merke schon. Ist echt ziemlich, ziemlich cool. Ne? Und jetzt gerade dadurch, dass man ja hier diese M1 und M2 Button hat, könntest du jetzt natürlich sagen, okay, für den M1 machst du dir so ein Landstraßen-Setting, wo du vielleicht sagst, okay, ich will Motor sportlich, aber vielleicht das Fahrwerk trotzdem irgendwie auf Komfort, die Bremse vielleicht eher auf Komfort, ne? Einfach so zum na, dass so ein bisschen Power hat. Schnell informiert, sicher unterwegs. Warte mal, hier kann man, das kann man einfach wegwischen, hier mit Gestensteuerung einfach hau ab, du blöde Verkehrsinfo. Genau, kannst du zum Beispiel auf die M1 legen und dann auf die M2 legst du dir halt volle Attacke. Also so wie wir es jetzt eigentlich haben, würde ich mir zum Beispiel ein M2 anstellen. Schaltpedals aus Carbon, die sind auch hinten so anders, die haben so verschiedene Riffelungen hinten. Aber naja, so, jetzt schauen wir mal. Der drückt schon nach vorne, oder? Ja, das ist auch bergunter, ne? Aber das ist schon krass. Also das hat mich gerade selber so ein bisschen so, okay. Das war schon sehr schnell, ja. Ich kann nur dazu sagen, mein erster Kameramann, den ich hatte, der hat auf der Strecke auch schon mal gekotzt. Also wenn es übel wird, sag's gerne. Ich bin da unempfindlich eigentlich. Okay. Außer wenn ich jetzt hier die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucke. Ja, musst du nicht, kannst auch mal sich stehen, aber schon alles gut. So, gucken wir einfach mal so ein bisschen. Also Ansprechverhalten 1A, ne? Weil man das hier auf Sport stellt, mega. Und, also, schau mal, wie das Ding klebt. Alter. Ja? Das Ding ist, es kommt auf der Kamera, wenn man es jetzt hier nah anschaut, nicht so rüber. Wie fühlt es sich an, wenn du neben dran sitzt? Was würdest du sagen? Es ist schon verrückt. Also, ich meine, ich fahre schon auch selber viel Auto und die Straße ist trocken, so ich weiß schon, glaube ich, wann ein Auto ausbrechen kann oder nicht. Ja. Aber du fährst die Kurven schon krass. Man denkt schon. Naja, das Auto fährt auch die Kurven krass. Ja, also, ich wollte jetzt weniger auf mich hinaus als auch wirklich aufs Auto. Also, ich würde es mir nicht trauen, so die Kurve zu fahren, aber. Das ist schon, das macht richtig Bock. Also was da einfach wieder zum Tragen kommt, was ich immer wieder super positiv finde, ist die Vorderachse. Die Vorderachse ist das A und O. Die meisten Autos tun sich immer auf der Vorderachse schwer und alles andere schwimmt so mit. Hier hast du schon mal einfach so eine bombengute Vorderachse, die total gut rumzirkelt, bis dann so ein Punkt kommt, wo der Arsch ein bisschen leicht wird, so ganz leicht. Jetzt haben wir es noch nicht so herausgefordert, wollen wir auch jetzt nicht übertreiben hier auf so einer Strecke, aber du merkst halt schon, man kann auch was falsch machen mit dem Auto. Also man kann es auch verkacken, so vom Gefühl her. Aber es macht echt unheimlich viel Spaß und gerade Leute, die jetzt immer auch die vorherigen Generationen M3 und so kennen, ich tue es nicht, sagen immer, das ist echt ein super angenehm zu fahrendes Auto, also viel leichter eigentlich zu kontrollieren, wie das früher mal war. Kann ich nicht beurteilen, aber das taugt auf jeden Fall.
schau mal diese Aussicht an. Ha? Traumhaft, oder? Gibt es das in Dortmund auch? Was ist das Schnellste, was du hier gefahren bist? 260. Okay, das knacken wir auf jeden Fall noch Rückweg auf der Autobahn. Ja, das hoffe ich aber. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal. Geht's noch? Ja, geht schon noch. Ey, das macht so Bock. Der klebt so geil auf der Straße. Hat auch noch Michelin-Reifen drauf. Also. Der marschiert so nach vorne. Richtig gut, ne? Wie viel PS hat der? 510 PS. 650 Newtonmeter. Also, das ist ja die Competition-Variante. Sonst hat er 480. Als Handschalter gibt es ihn ja auch noch. Da gibt es ihn aber, glaube ich, auch nur mit 480 PS. Aber diese 510 PS, die stehen dem schon. Die stehen dem schon gut im Auto. Weißt du, wie viel der wiegt ungefähr? Oder? Boah, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, was ich tatsächlich sagen. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber ich glaube, der wiegt. Keine Ahnung. Zehnmal machen, dann kann es auch sein, dass ich dass wir mal anhalten müssen. Okay, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt nicht machen müssen, machen wir jetzt einfach einen Sprung und zwar direkt auf die Autobahn und dann knacken wir mal deinen Highspeed-Rekord. Okay? Alles klar. Okay, so, kommen wir auf der Autobahn. Wir schauen mal, ob wir hier mal durchdrücken können. War noch kein Topspeed-Rekord. Das war also mal ein erstes 100-200. 8,32. Allerdings muss man dazu sagen, es geht hier so ein bisschen leicht bergauf. Aber das ist schon mal ganz okay. Jetzt schauen wir gleich mal nochmal. So, jetzt haben wir Platz. Drücken wir mal durch. So, 220. So, wir haben 260. Verkehr. So ein bisschen Luft müssen wir ja noch lassen, weil vielleicht willst du ja noch, ich glaube bei 290 ist auch abgeriegelt, muss man sagen, aber vielleicht, wenn du ja wieder hierher kommst, da brauchen wir ja noch ein bisschen Möglichkeit, Spielraum nach oben, oder? Auf jeden Fall. Wie ist es 290 als Beifahrer? Also ich finde, man merkt es gar nicht so krass. Okay, ich habe mich jetzt auch auf die Kamera konzentriert, aber beim Bremsvorgang, da merkt man es. So von 92 runter auf 160 ist schon. Ja. Ja, aber er liegt doch einfach echt smooth da. Ja. Also das ist wie wenn du beim Swift 180 fährst. Das ist so wie hier 290. Ja, das ist immer das. Diese neuen modernen Autos, die geben einem da schon eine extrem gute Sicherheit. So, eine Launch haben wir aber auch noch. Fahren wir einmal hier ab. Wenn du jetzt mit dem hier einen Launch Control machst, hat der eine Besonderheit und zwar, probier das jetzt mal. Zack. Ich war gerade im ersten Gang. Ich starte die Launch, der geht in den zweiten. Der startet nämlich im zweiten. Also der macht den Launch Control im zweiten Gang. So. Dann steht hier auch noch, wird vorbereitet, aktiv und dann geht's los. Zeigt er jetzt ja. Gut, die ist jetzt nicht so repräsentativ bergauf, aber der geht nach vorne, ne? Hello again. War eine geile Fahrt, oder? Auf jeden Fall. Würde ich schon sagen, es hat richtig Bock gemacht.
Was ist dein Fazit? Würdest du jetzt einen BMW holen? Kann man sich schon gönnen, auf jeden Fall. Ja, aber du bist ja hier den Job. Also da muss das Gehalt stimmen dann. Ja, aber da kommst du auch nicht, weil hier dürfen BMWs mal gar nicht parken. Außer wir kriegen die vom BMW. Nee, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Geile Kiste, mega, mega nice. Wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt vom Drift-Mode und wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch gerne auch noch die anderen M4, also wir haben mit dem M4 das Video gemacht, wo ihr den Drift-Mode seht oder beziehungsweise auch diese Traction-Control und das alles, wie das alles funktioniert. Mit dem M3 haben wir auch noch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne auch noch alles reinziehen. Ansonsten freue ich mich über Feedback zum Video, zum Auto, zu allem. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sind draußen und ich sage, ich habe mich gerade irritiert hier, nur das laute Auto. Haut rein, ciao.